So. Wo? Sieht aus wie eine Schnapsbrennerei. So, ist der auch mal weg? Gehen wir mal weiter gucken. So, was ist das denn hier? Waffen-Upgrade-Station. Geil. So, was machen wir denn mal? MG Schadensteigerung. Wir können ja nur eins wählen, glaube ich, ne? Ich nutze die Flinte ganz geil. Feuergeschwindigkeit. Ein schnellerer Beschleunigung erhöht die Feuergeschwindigkeit der Schrotflinte. Obwohl, wenn die Flintenmunition mal knapp wird, könnte das MG auch ganz gut werden. Nimm mal MG. So. Haben wir zwar nicht viele Patronen für, aber egal. Mal destilliertes Wasser. Ich weiß nicht, warum ich das sammle, obwohl wir es eigentlich haben. Egal. Ah ja. Ich lasse Big Daddy mal Big Daddy sein. Ich frage mich, wo wir hin müssen. Fahrt auswählen. Aber wir können keinen weiteren Platz kaufen, ne, oder? Schade. Ich lass das mal so, das ist ganz gut. Also, Schraubenschlüssel, was haben wir hier drin? Neues Kampftonikum. So, jeder Forschungsfotograf will das der Beste sein. Und mit Fotografies Eis oder Ei sind sie das vielleicht auch bald. Sobald sie dieses unbezahlbaren Gentonikum angewendet haben, haben sie auch den Durchblick. Okay. Erhöht die Forschungspunkte bei Fotografieren entzielt werden können. Aha. Was? Alter, ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen. Das war doch vorher nicht da. Kann ich da hochklettern? Schade. Aua. Aua, hör auf damit. So, jetzt sind die fällig, aber sowas. Na, Alter. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wie viel Leben ich hier von dir? So. Hier liegt eine Leiche. So, Filmlimit erreicht. Aber wir können, warte mal. Wir können ja mal abfotografieren hier. Yeah, yeah. Achso, keine Sicht. Okay. Mal schauen, als Fotografen rumrennen und 99 Filme in der Tasche haben. Dann machen wir das auch. So. Kann ich das Gesicht abfotografieren? Nein. Okay. Big Daddy vielleicht fotografieren? Im Zirkus der Werte. Lalalalalalalala. So, wir müssen irgendwie eine Werkbank finden. Ich bin gerade am überlegen, wo wir die finden könnten. Bin so ein bisschen aufgeschmissen. Sein Licht dringt bis in die Finsternis hier unten. Ich frage mich, welche Finsternis er sieht. Es ist alles hell leuchtet hier, aber ja. Ich hinterfrage das jetzt gar nicht. Hä, jetzt bin ich wieder... Achso, hier ist die Treppe. Alter, willst du mich verarschen? Warte mal, dich fotografiere ich, Kumpel. Du bist ja noch am Leben. Hallo, lächeln auf die Kamera. Sehr schön. Jawohl. Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Lead Splicer. Erhöht den Schaden. Jawohl. Nochmal lächeln. Nochmal lächeln. Und nochmal lächeln. Wenn wir schon dabei sind, ne? Paparazzi.
Ich glaube, er will schießen. Kann das sein? Uah. Okay. Nein, hör auf, Alter. Junge. Oh, warte mal. Big Daddy. Big Daddy fotografiert. Rosie. Krieg ich da nochmal einen Forschungsfortschritt? Jawohl. Ich fotografiere den zwar von hinten, aber egal. Okay. So, was haben wir hier? Hacken wir mal. Vektor Explosivgeschosse. Ja. Nehmen wir mit. Was war, haben wir. So, jetzt müssen wir eine Werkbank finden. Ich frage mich, wo wir die Werkbank finden. Ist ja, kann ja nicht so schwer sein. So. Lalalala. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Diktatur? Alter, was war das denn? Ist das Verarschen? Hä, wo ist er hin? Ich glaub's ja wohl. Ist ja wohl die Höhe. So, wo ist denn... Wo finden wir denn eine Werkbank, verdammt nochmal? Wo finden wir denn eine Werkbank? Wenden, Genbank? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Du hast alle nur die Bestandallergie. Jetzt zu einer U-Wend. Achso, zu einer U-Wend-Station. Warte mal. Die ist hier rechts jetzt abbiegen. Also hier lang. Wärst du so freundlich, mit der Sache langsam fertig zu werden? Die Luft wird hier unten immer dünner. Ja, ich beeil mich ja. Ich habe aber nur gerade da ein Big Daddy-Problem. Was jetzt hier die Richtung mit der U-Wend-Station? Ich schaue mal eben auf die Karte. Ja, die ist in die Richtung. Und die Treppe runter. Natürlich. Ach komm, ernsthaft. So, Ziel erreicht. Erschaffe den Lazarus-Vektor. Haben wir jetzt. Jetzt können wir weitergehen. So, wenn ihr das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Ja. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Befeuchtungsanlage? Das muss doch Bonuspunkte geben, dass ich so weit vor dem bin. Gibt's doch gar nicht. Von der Seite vielleicht? Von hinten nochmal? Okay. Schade. So. Gut, dann gehen wir mal zur Befeuchtungsanlage. Ich weiß nicht, warum das so heiß. Fragt mich nicht. So, ciao. So, Ziel erreicht. Ich kehre nach Arcadia zurück. Das machen wir doch. Und dann gehen wir nämlich direkt zur Befeuchtungsanlage und können da, ja, Rapture nicht retten, aber wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So. Didim, 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 didim. Ab nach Arcadia wieder. Wo ist das hin? Oh, mein Roboter ist wieder da. Der ist liegen geblieben im Ladebildschirm. Das ist natürlich auch nett. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Und bald keinen Sauerstoff mehr haben. Alter. Hallo! Ciao, Big Daddy! Okay, bald keinen Sauerstoff mehr haben. Wir beeilen uns mal ein wenig.
Befeuchtungsanlage. Ich kann mich entsinnen, dass das hier irgendwo war. Aua! So, ciao. So, wo war das jetzt? War das hier? War das da? So. Gleich sind wir da. Ja, tschüss. So, neue Impfspritze aber auch. Oder wollen wir mal? Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Rolling Hills, Market, Tree Farm, Wardwolf, Tiergarten. Vielleicht überzeugt mich das hier. Ja, ich beeil mich. Okay, wir müssen ein bisschen Geduld haben jetzt. Ich glaube, er wird sauer. Deswegen sollten wir uns ein wenig beeilen. Kann ich ihn reparieren? Nee, ne, schade. Oh, mein Big Daddy ist da. Ich hab dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Das ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Das ist aber nett. Hast du die Tür geschlossen? Gut, das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Okay, ein bisschen Zeit verschaffen, das kriege ich, denke ich, mal hin. Die kommen trotzdem rein. Wenn die wollen, kommen die so oder so, kommen die rein. Uah, Alter. Hier sind sie anscheinend schon drin. Nehmen wir mit. Ich will mal eben was nachladen. So. Habe ich die anderen Waffen nachgeladen? Jawohl. Hier auch den auch nachgeladen. Ne, machen wir mal eben. So, sehr schön. Bisschen Zeit verschaffen. Das kriegen wir hin. Big Daddy kann von mir aus hier rumlaufen, das ist mir egal. Solange er uns nicht angreift. Ich glaube, wir können nur mehr als 500 Dollar können wir mitnehmen, ne? Oh, großer Gott, der kommt nicht! Ja, so, lass sie doch kommen! Lass sie doch kommen! Meins! Nummer 2! Nummer 3! Hallo! Was war das denn? So, das dürfte eigentlich klappen. Das wird nicht funktionieren. Liebling, ich brauche jetzt die Medizin. Ich werde nach Zeit bezahlt, das ist gut. Himmel nochmal, wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall, macht es mir gerade ein bisschen... Austausch brauchen wir nicht. Hey, schneid dich auf! Oh, oh, das wollte ich gar nicht. Oh Gott, das wollte ich. Ich hab Big Daddy sauer gemacht. Scheiße, ich hab Big Daddy sauer gemacht. Fuck. Oh nein, Alter. Nein, mach doch keine Fotos. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich auch noch Big Daddy sauer gemacht. Aua! Komm, Alter! Uah. Ich gehe gleich nach Hause, wenn es so weitergeht hier mit dem Stress.
haben die halbe Strecke geschafft. Drück auf ja, die schön. Mit Ryans verstümmelten Missgeburten ist nicht gut Kirschen essen. Jetzt bin ich aber stinkend, ohne Scheiß. Kann er mal hinkommen? Alter! Wie die im Wasser gesprungen ist, Alter! Aua, aua, aua! Alter. Oh, was ist denn hier los? Hilfe! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und Big Daddy ist auch noch in Action. Warte mal. Kontaktmine. Probieren wir aus. Oh oh. Oh oh. Ja, drück den verdammten Schalter, du bist ja lustig. Alter, ihr könnt mich gleich alle mal. Alter, ist das eine Action? Unsere Rache. Sehr schön. So. Gott sei Dank. Meine Güte. Ich glaube, Big Daddy ist immer noch sauer. Kann das sein, dass er immer noch sauer ist? Ich guck mal eben. Nein, ist er nicht mehr. Gott sei Dank. Okay. So, wir bräuchten ein bisschen was zum Kaufen. Kann ich hier nochmal dran? Ja. Willkommen im Zirkus der Werte. Kaffee brauchen wir nicht, die Spritze brauchen wir auch nicht. Vielleicht nochmal einen Verbandskasten. Komm, ein paar Schrotpatronen. Geld hast, Kumpel. Komm wieder, wenn du Geld hast, Kumpel. Gott sei Dank, meine Güte. War das ein Stress, oder? Alter Falter. Okay, weiter geht's. So. Das Ende der Wirtschaftslage. Du rennst ja. Wieso stirbt er einfach nicht? Die isotonische oder. Ionischer-Schrot? Ionischer-Schrot ist. Wieso redet er nicht? Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Gib dir gleich Gift. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen, oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Dann wollen wir mal. Ziel erreicht. Geh zur Metrostation. Oh Gott. Wo müssen wir denn hinfahren? Wo müssen wir denn hin? Ich schau mal auf die Links. Steht hier irgendwie Ziel? Kein aktives Ziel? Okay, Okay, sind wir jetzt in Fort Frolic? Nö, nehme ich mal an. Da sind noch andere Stationen. Ach, stimmt. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Eieieiei. Ist schon ein Weilchen her.
Wieso ist mein Bildschirm außer Range? Ich verstehe das nicht. Na gut, Spiel gespeichert. Hier sieht's auch gut aus. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Hey, Spielautomat. Geil. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Eins kannst du mir glauben. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ach, sag bloß. Wow, das ist eine tolle Weisheit. Oh, ein Verbandskasten. Okay, wir haben ein Limit erreicht, Verbandskasten. Hm, da müssen wir auch nicht hin. Hm, guck mal, Patrick's da. SpongeBob. SpongeBob. So, hier haben wir Einkaufs... Was? Alter. Denken Sie daran. Ernsthaft? Aua. Hätte ich das mal gar nicht gemacht. Das wollte ich gar nicht. Okay, Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Das sollten wir uns jetzt merken. Hier kann mir keiner was. Die er mich sucht, ne? Ja, dann warten wir mal ein bisschen. Keine Lust, mich jetzt mit denen anzulegen. Ich hab jetzt alles so voll. Also Leben und Eve und alles. Und will jetzt nicht unbedingt was verbrauchen. Klick, 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 klick. So. Gott sei Dank. So, das war's. Hoffe ich mal. Ja. So. Fort Frolic. Come, bite the apple. Okay, komm und beiß. Okay, ist Zirkus der Wert hinter? Haben wir schon gehört, die Spritzer haben voll. Hier ist nichts mehr drin. Ich war auch nicht. Dann gehen wir mal gucken. Yeah, Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Kriegst sonst wieder rechtliche Konsequenzen, wenn ich das abspiele. We Ascend Rapture. Sieht aus dem Puzzle. Hm, Station arrived. Repeat, okay. Schon wieder mit verschossen. Ziel aktualisiert, finde Sander Cohn. Okay. Das wäre jetzt natürlich auch zu einfach gewesen. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du ein weiterer Nachzügler bist. Vielleicht etwas Besseres. Wer kriegt den? Wie er da oben hängt. Ich höre jemanden laufen, aber ich sehe keinen. Alter, guck dich immer an. Alter, was? Ey, schreck mich doch nicht so. Wo kommen die her? Dubstep. Ich hab hier jeden Tag Flug. Ich hab mich erfahren. Ach, da oben. Alter.
Auf damit. Okay, hier komme ich nicht rein. Dass mal was Leckeres vorbeikommt, aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tümpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. In der Fleet Hall, ah ja. Oh, das wird lustig. Oh, ich glaube, das wird jetzt richtig lustig. Ah, Spielautomaten. Was ist denn? Super cool. Willkommen in Fort Frolic. Mhm. Ja, sind so einige ganz schön durchgedreht, ne? Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Du zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Motte. Kleine Motte? Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm. Komm in mein Zuhause. Okay, der ist voll durch, der Kerl. Ich glaube, wird Zeit, dass wir den erledigen. Junge, Junge, was für eine Show. Was jeden Abend. So, da bin ich wieder. Was für eine Show. So. Gucken wir mal. Ja. Hab dich gesehen. So, ist die Kamera schon mal weg. Registrierkasse durchsuchen. Was war das hier? Na, Zigaretten. Ja, die wir jetzt vielleicht nicht brauchen sollen. Dann müssen wir hier lang. Aus wie ein Fahrstuhl. Wie kommen wir hier lang? Kommen wir hier lang? Alter, was ist das für eine Gitarre? So, füllen wir mal auf. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Das kann sein. Okay, ich würde sagen, wie wir hier rausfinden, wie es da weitergeht und wie wir zu Cohen kommen, würde ich sagen, sehen wir in einer weiteren Folge bei Let's Play Bioshock und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also bis dann, ciao.